Hallo, Servus und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns damit beschäftigen, welche Parameter auf die Sinus- und Kosinusfunktionen einen Einfluss ausüben und welche Auswirkungen das auf den Graphen der beiden Funktionen hat. An Vorwissen benötigst du lediglich die Inhalte der Videos über Skalierung, über Verschiebung und Spiegelung und natürlich ein bisschen Basiswissen zu den Winkelfunktionen wäre auch nicht schlecht, auch im Zusammenhang mit dem Einheitskreis. Wenn du nicht mehr alles im Kopf hast, keine Sorge, wir werden am Anfang ein bisschen was wiederholen und dann, falls nötig, näher darauf eingehen, während wir einige Beispiele betrachten. Am Schluss werden wir noch einige physikalische Anwendungen betrachten, und zwar insbesondere im Zusammenhang mit mechanischen und elektromagnetischen Schwingungen. Dann können wir auch gleich loslegen und wenn dir etwas zu schnell gehen sollte, dann kannst du natürlich pausieren oder zurückspulen. Zunächst noch ein paar ganz grundlegende Dinge, die diese beiden Funktionen, den Sinus und den Kosinus, betreffen. Das Wichtigste wäre vielleicht einmal, die beiden Funktionen sind periodisch. Und das hat eine ganz konkrete Bedeutung. Ich werde es hier einmal exemplarisch am Sinus darstellen. Und zwar periodisch heißt, oder 2π periodisch heißt, dass Sinus an der Stelle x plus 2π hat denselben Wert wie der Sinus an der Stelle x. Das heißt, die Punkte auf dem Graphen, die kann man quasi um 2π nach rechts oder links verschieben und landet wieder auf dem Graphen selber. Das Ganze sieht dann da unten, wenn man die ganzen Funktionsgraphen zeichnet, so aus. Ich werde einmal ganz kurz was veranschaulichen zu der Periodizität. Beispielsweise, wenn ich den Kosinus nehme, das wäre die rote Funktion hier, und ich suche mir den Punkt an der Stelle 0 aus. Das wäre dieser Punkt, also Punkt 0,1. Wenn ich 2π nach rechts gehe, dann ist der Funktionswert von Cosinus wieder 1. Das gleiche ist, wenn ich ausgehend von der Stelle 0, 2π nach links gehe, bin ich ebenfalls beim Wert 1. Und das gleiche gilt für den Sinus und prinzipiell für alle Funktionsargumente, die auf der reellen Achse liegen. Man kann das zusammenfassen, indem man sagt, ein Kurvenstück, das wiederholt sich immer wieder. Da könnte man zum Beispiel sagen, den Kosinus, na gut, für den Kosinus nehme ich das, den Abschnitt beginnend bei 0 bis 2π, den kopiere ich und füge ihn links und rechts immer wieder und immer wieder ein, dann bekomme ich die ganze Kurve. Wir sehen hier auch, dass der Wertebereich der beiden Funktionen von minus 1 bis plus 1 geht, inklusive der beiden Grenzen. Und dass natürlich wegen der Periodizität diese Werte auch unendlich oft erreicht werden. Was wir auch sehen, dass die beiden Kurven von Sinus und Cosinus offenbar komplett gleich ausschauen, aber sie sind zueinander verschoben. Das legt natürlich nahe, dass wir den Sinus als Cosinus und umgekehrt darstellen können. Wir werden später näher darauf eingehen, wenn wir die horizontalen Verschiebungen behandeln. Gut, das waren jetzt einmal die grundlegendsten Dinge. Es wäre natürlich gut, wenn du noch ein paar Zusammenhänge mit dem Einheitskreis im Gedächtnis hast. Ich werde vielleicht ein paar Worte dazu sagen. Und zwar können wir uns die Argumente, die da unten auf der Achse zu sehen sind, können wir uns vorstellen als den Winkel im Bogenmaß. Und zwar vom Einheitskreis. Wir wissen, der Einheitskreis hat eine Bogenlänge von 2π, also der Umfang vom Einheitskreis. Und wenn wir einmal um den Einheitskreis am Umfang herumgehen, decken wir quasi alle Winkel von 0 bis 2π ab. Falls du dich noch erinnern kannst, den Sinus und Cosinus kann man auch im Einheitskreis ablesen. Und hier sind dementsprechend nur die Funktionswerte zu den zugehörigen Winkeln x dargestellt. Bei der Diskussion der Parameterabhängigkeit beginnen wir außen. Das heißt, und du kannst dich bestimmt erinnern aus den entsprechenden Videos, dass wir es mit vertikalen Verschiebungen, Skalierungen und Spiegelungen zu tun haben. Also alles, was außerhalb der Funktion, innerhalb einer modifizierten Funktionsgleichung passiert, das bewirkt eine vertikale Veränderung. Wir sehen hier, es sind drei Funktionsgleichungen gegeben, der Funktion f, g und h, und die beziehen sich alle auf den Sinus. Deine Aufgabe wird es jetzt sein, dass du die Funktionsgleichungen ihren Graphen zuordnest, die hier unten in einer Multiple-Choice-Auswahl gegeben sind. Als kleiner Tipp sei hier noch angemerkt, dass der Graph der grünen Funktion hier auf der linken Seite die normale Sinusfunktion ist,
Die dient dir als kleine Hilfe, damit du die anderen Funktionen gut mit ihr vergleichen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, dann lass uns die Zuordnungen gemeinsam finden. Ich hoffe, du hast sie selber gefunden. Wir werden einmal bei der allerersten starten, also bei der Funktion f. Und da sehen wir, ja, offenbar wird von der Sinusfunktion einfach ein halb subtrahiert. Also an jeder Stelle x ziehen wir ein halb ab. Und das ist natürlich, entspricht einer vertikalen Verschiebung nach unten im Graphen. Wenn wir hier den Sinus betrachten, müssen wir einfach eine andere Kurve finden, die das komplett gleiche Aussehen hat, aber nach unten verschoben ist. Und das wäre der Fall bei dieser Funktion direkt darunter in Rot. Also das wäre die Funktion f. Da sehen wir offenbar identisches Aussehen, nur verschoben. Die zweite Funktion, g genannt, da wird offenbar der Sinus verdoppelt an jeder Stelle x. Dementsprechend, da kannst du dich sicher auch noch erinnern, jeder Funktionswert wird doppelt so groß und das entspricht einer Streckung in die vertikale Richtung. Die Nullstellen bleiben allerdings gleich, das kann man da ganz schön ablesen. Der Sinus hat die Nullstellen bei 0, Pi, 2 Pi und so weiter. Also das entspricht in Grad gedacht den 180 Grad Schritten beginnend bei 0. Und das ist da drüben bei der violetten Funktion ebenso. Ja. Nullstelle bei 0, bei Pi, bei 2 Pi. Die Funktionswerte jedoch, die pendeln zwischen minus 2 und plus 2 hin und her. Und genau das ist natürlich zu erwarten, dass bei einer Skalierung dieser Wertebereich zwischen minus und plus 1 sich ausweiten wird auf das Doppelte. Gut, also hier die Funktion g. Im letzten Beispiel bei der Funktion h steht vor der Sinusfunktion einfach ein Minus. Wir wissen, was das bedeutet. Alle Funktionswerte werden negativ gemacht, wenn sie positiv waren und umgekehrt. Das bewirkt eine Spiegelung an der x-Achse und das wäre der Fall bei dieser blauen Funktion rechts unten. Genau das Spiegelbild bezüglich der ersten Achse von der Sinusfunktion. Nachdem wir jetzt zu den horizontalen Veränderungen übergehen werden, merk dir die zwei Funktionsgraphen in der Mitte. Du kannst ja später noch einmal zurückspulen und dir überlegen, was die für Funktionsgleichungen haben könnten. So, bei den horizontalen Veränderungen wissen wir, da operieren wir mit unseren Modifikationen innen. Das heißt, das Argument von Sinus und Cosinus werden in diesem Fall verändert. Wir sehen uns da gleich mal an, wie die Aufgabenstellung ausschaut. Wir haben hier vier Funktionen, S, U, V und W. Und offenbar spielt sich da die Veränderung im Argument ab. Beispielsweise hier, beim ersten haben wir eine Differenz, bei den nächsten drei haben wir ein Produkt. Erinnere dich auf jeden Fall, was im entsprechenden Video oder in den entsprechenden Videos passiert ist zu den horizontalen Verschiebungen, Skalierungen und Spiegelungen. Und auch hier geht es wieder darum, dass du den Funktionsgleichungen, die gegeben sind, ihren Graphen zuordnest. Als kleiner Tipp, so wie vorher, die Cosinusfunktion ist hier durch ihren grünen Graphen gegeben, mit der kannst du wieder vergleichen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bei der Kontrolle wird uns als allererstes natürlich die Funktion s ins Auge springen. Da steht im Argument die lineare Funktion x minus pi halbe. Das heißt, die Argumentwerte, die werden gleich schnell durchlaufen, als wenn hier nur x stehen würde. Aber das Ganze ist eben vermindert durch pi halbe. Das heißt, das Ganze wird horizontal verschoben. Der Startzeitpunkt ist quasi ein anderer. Wir wissen hier, wenn da ein Minus steht, verschieben wir den Graphen nach rechts um pi halbe. Wo ist das der Fall? Da sehen wir, die blaue Funktion direkt darunter, die springt da ins Auge. Die hat ganz klar erkennbar die gleiche Form wie der Cosinus. Also auch ihre Nullstellen in Schritten im Abstand von Pi. Aber sie ist verschoben. Also das wäre die Funktion S. Und was uns da ganz besonders auch noch auffällt, wenn du dich erinnern kannst an die vorherigen Folien, diese Funktion ist identisch zum Sinus. Das Ganze kann man auch wieder rückgängig machen, beziehungsweise den Cosinus ausdrücken als Sinus, das zeige ich dir später noch. Wenn wir weitergehen zur Funktion u, da haben wir jetzt im Argument vom Sinus die lineare Funktion 2 mal x drin stehen. Das heißt, die Argumentwerte werden doppelt so schnell durchlaufen.
Und dementsprechend muss auch die Kurve doppelt so schnell hin und her schwingen. Ich hoffe, das macht intuitiv gleich Sinn. Dementsprechend brauchen wir gar nicht lange suchen, denn es gibt hier in der Auswahl nur eine Funktion, die schneller oszilliert, also die schneller hin und her pendelt. Und das ist die Funktion rechts unten. Das muss also U sein. Jetzt kontrollieren wir aber noch, ob das mit der Zahl 2 zusammenpasst. Wenn jetzt die Funktion ihre Argumente doppelt so schnell durchläuft, dann müssen quasi die Abstände der Nullstellen auf den halben Abstand zusammengepresst werden. Und das ist da der Fall. Wir sehen hier die Nullstellen, die haben offenbar den Abstand von Pi halbe, also halb so viel wie vorher. Schauen wir auch noch mal ganz kurz, wie das zu verstehen ist mit dem schneller und langsamer Durchlaufen. Würde ich jetzt hier zum Beispiel in den Kosinus von 2 mal x Pi halbe einsetzen, ja, und das ausmultiplizieren, und steht da dann drinnen auf einmal Pi. Das heißt, die orange Funktion, die hat bereits bei Pi halbe den Funktionswert, den der Kosinus erst bei Pi hätte. Ja. Das ist gemeint mit schneller durchlaufen. Bei der Funktion v ist es genau umgekehrt. Da steht drinnen 0,5 oder ein halb. Da werden eben die Funktionswerte halb so schnell durchlaufen. Das gleiche Prinzip gilt. Würde ich hier zum Beispiel, nehmen wir 2 Pi, ne, würde ich hier zum Beispiel in die Funktion v 2 Pi einsetzen, dann habe ich 0,5 mal 2 Pi ist Pi. Ja. Das heißt, bei der Funktion v, die hat an der Stelle 2 Pi den Funktionswert, den der Kosinus bereits bei Pi hat. Wo muss das der Fall sein? Wir können da unten ein bisschen schauen. Da sehen wir eh schon die violette Funktion, die schaut auseinandergezogen aus. Wenn wir da kontrollieren, an der Stelle 2 Pi hat er den Funktionswert minus 1, und den hat der Kosinus bereits, wenn wir schauen, bereits beim Wert Pi. Somit ist die violette Funktion also v. Jetzt bleibt nur noch das letzte Beispiel übrig, die Funktion w, der Kosinus von minus x. Und jetzt kannst du dich vielleicht erinnern, wenn wir ein negatives Zeichen vor den Summanden mit dem x im Argument setzen, ja, dann wird es ja heißen, man durchläuft quasi die Zahlen im Argument aus der verkehrten Richtung. In anderen Worten, die Funktion wird horizontal gespiegelt um die zweite Achse. Wenn du dir den Kosinus aber da genau anschaust, der ist symmetrisch zur zweiten Achse. Spiegelsymmetrisch zur zweiten Achse. Das heißt, wenn ich da jetzt hin und her flippe um die zweite Achse, passiert rein gar nichts. Das kann man vielleicht nochmal ganz kurz verdeutlichen, warum eben diese Funktion spiegelsymmetrisch ist. Wenn wir uns da die Stelle minus Pi halbe anschauen, die hat den Wert 0, also Funktionswert 0, und an der Stelle plus Pi halbe auch den Funktionswert 0. Und das gilt eben spiegelsymmetrisch überall. Bei der Funktion w haben wir es also mit dem Kosinus in Tarnung zu tun. Diese Transformationen, wie wir sie gerade gemacht haben, kann man natürlich noch kurz zusammenfassen, und das werden wir jetzt auch tun, bevor wir übergehen zum nächsten Beispiel. In dieser Funktionsgleichung ist wirklich alles zusammengefasst, was wir vorher gemacht haben. Wir sehen hier, betrachten wir mal die erste Gleichung, da haben wir die Sinusfunktion mit einer vertikalen Skalierung, einer vertikalen Verschiebung, einer horizontalen Skalierung und einer horizontalen Verschiebung. Das gleiche kann man natürlich, wie wir es da unten sehen, beim Kosinus ebenso machen. Betrachten wir zuerst den Parameter a, da haben wir gesagt, der entspricht einer vertikalen Skalierung. Man nennt das auch Amplitude. Da wäre noch zu beachten, und das ist nichts Neues, wenn der Betrag von dieser Amplitude zwischen 0 und 1 liegt, stauchen wir zusammen. Ansonsten strecken wir das Ganze. Ja, wenn der Betrag von a größer ist als 1. Die Spiegelung, die hatten wir, wenn das a eine negative Zahl ist, weil sich ja dann die Vorzeichen überall umdrehen. Das nächste wäre natürlich die vertikale Verschiebung, die hatten wir auch schon. Die ist besonders simpel, weil wir nur eine Zahl überall zu jedem Funktionswert addieren. Dementsprechend, wenn wir eine positive Zahl addieren, verschieben wir nach oben. Wenn wir eine negative Zahl addieren, nach unten. Die Kreisfrequenz, die ist vielleicht am schwierigsten zu verstehen, weil man ein bisschen umdenken muss. Kreisfrequenz Omega, also das ist kein W, das ist ein Omega, ein kleines. Und
Da können wir uns erinnern, wenn wir dieses Omega zwischen 0 und 1 wählen, dann werden ja die Funktionswerte langsamer durchlaufen und wir strecken die Kurve. Umgekehrt, wenn dieses Omega betragsmäßig größer ist als 1, dann werden die Funktionswerte schneller durchlaufen und wir stauchen die Funktion. Natürlich beides in horizontale Richtung. Ebenso wie wir es bereits im Video über Spiegelungen gelernt haben, wenn da jetzt eine negative Zahl steht, wird das Ganze gespiegelt um die zweite Achse. Zuvor bei dem Beispiel am Cosinus hatte es keinen Effekt, aber im Allgemeinen geht das natürlich. Jetzt wäre noch zu beobachten, das Omega hat eine ganz konkrete grafische Bedeutung. Das können wir nämlich sehr oft ablesen aus einem Funktionsgraphen. Genauer gesagt, die Anzahl der Perioden, also die Anzahl der vollständigen Schwingungen in einem Intervall, das die Länge 2π hat, das ist der Wert von Omega. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache da eine kleine Skizze dazu, wenn ich da ein Intervall habe, der Länge 2π und ich habe eine Sinusschwingung, die einmal und noch ein halbes Mal pendelt, ja, dann wäre das Omega 1,5. Okay. Die Dauer einer so einer Periode, die kann man auch ablesen. Und zwar, wenn man die Distanz zwischen zwei benachbarten Hoch- oder Tiefpunkten betrachtet, wenn wir da unten schauen, das wäre in unserem konkreten Fall hier dieser Abstand. Das wäre die Periodendauer groß T. Und die kann man auch berechnen. Ich lasse dich da selber nochmal drüber nachdenken. Die Berechnung ist relativ simpel. Das wäre einfach 2 Pi geteilt durch Omega. Zu guter Letzt nun der Nullphasenwinkel oder die Phasenverschiebung Phi. Auch hier ist zu beachten, dass das Vorzeichen eine Rolle spielt. Wie schon bereits in den Videos zu den horizontalen Verschiebungen, wenn dieser Parameter positiv ist, verschieben wir nach links, wenn er negativ ist, dann verschieben wir nach rechts. Ein paar Dinge gibt es jetzt noch zu bemerken. Einerseits, das haben wir schon betrachtet, der Kosinus ist eine gerade Funktion, also spiegelsymmetrisch zur zweiten Achse und somit bewirkt eine Spiegelung auch nichts, also eine Spiegelung an der zweiten Achse. Der Sinus hingegen, der ist ungerade und ungerade heißt ja, also eine ungerade Funktion, die kann man in sich selbst überführen, wenn man an beiden Achsen spiegelt. Und was das in weiterer Folge be bedeutet, das ist, dass eine Spiegelung um die erste und um die zweite Achse nicht voneinander unterscheidbar ist. Das wäre noch so im Hinterkopf zu behalten. Das allerletzte, das habe ich euch versprochen, das ist natürlich, wie kann ich einen Sinus als Kosinus darstellen und umgekehrt. Und das geht mit der entsprechenden Phasenverschiebung, die wir hier nochmal aufgelistet. Ich würde dir sehr ans Herz legen, dass du darüber nochmal kurz nachdenkst, warum diese zwei Zusammenhänge da unten gelten. Vielleicht auch mit der Darstellung der Graphen auf der zweiten Folie. An dieser Stelle will ich dir eine kleine Pause vorschlagen, das heißt, erhol dich ein paar Minuten und wir sehen uns in Teil 2, da geht es dann weiter mit den allgemeinen Prinzipien, wie wir die verbinden und ganz zum Schluss als Höhepunkt dieser beiden Videos, Anwendungsbeispiele aus der Physik. Also bis gleich.